Hi Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Weltenbau-Video. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, einigermaßen regelmäßig etwas hochzuladen, zumindest das zweite Mal jetzt. Ja, es gibt diesmal wieder ein Gemeinschaftsgrundstück, weil ich es ja immer so gemacht habe, dass ich das abwechsle. Also einmal ein Wohngrundstück und danach ein Gemeinschaftsgrundstück und so weiter und so fort. Und ja, diesmal gibt es den Nerd-Treff. Und der heißt schon passend Geek-Nerd-Treff mit den zwei Dreien anstatt dem E. Das habe ich irgendwie als Inspiration aus dem Internet gefunden. Es gibt tatsächlich eine Nerd-Dating-App, die auch Geek heißt. Daher habe ich auch die Idee. Aber ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und ich bin echt fasziniert, was es alles für Dating-Apps gibt. Das ist echt verrückt. Ja, diesmal ist es wieder ein Backsteinhaus. Ich hoffe, ihr habt überhaupt noch Bock auf Backsteinhäuser und sagt nicht, oh Gott, schon wieder ein Backsteinhaus, das langweilt mich so an. Ja, es gibt ein kleines Vordach mit dem einen Zaun, der mit Studentenleben dazu kam. Ihr braucht sowieso für das gesamte Grundstück, damit das überhaupt auftaucht, braucht ihr Studentenleben, weil damit kamen ja die Nerds und so weiter und so fort und auch die Rebellen und die Sportler. Ja, dann habe ich hier angefangen mit der Außenmauer. Da war ich mir erst nicht ganz so sicher, was ich damit mache, aber ich wollte es schon so backsteinmäßig haben. Und dann habe ich hier diese Backsteinwand eingefärbt, dass es eben so rötlicher Backstein wird. Und dann habe ich das so gemacht. Zur Raumaufteilung: Es gibt ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss. Ich habe natürlich noch mehr Obergeschosse hinzugefügt, noch mehr Stockwerke hinzugefügt, genau. Aber davon sind zwei nicht benutzbar, weil das wäre sonst zu viel geworden. Und sonst ist das Grundstück mir aber zu niedrig. Und dann habe ich das halt wie bei den anderen Grundstücken, wie bei den ähnlichen, auch schon so gemacht, dass ich einfach nur zwei gebaut habe. Das habe ich auch bei einer Welt von MySim Realty gesehen. Ich glaube, ich habe den Namen gerade vergessen, aber Alpine Meadows? Alpine County, glaube ich, ist das. Da ist das auch so. Ja, und die Fenster, die haben mich so ziemlich wahnsinnig gemacht. Die wollten sich einfach nicht platzieren lassen. Und dann habe ich sie erst, weil die kann man, wenn man sie falsch rum platziert, dann sind die Griffe zum Fenster öffnen außen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich platziere erstmal den Boden. Und dann ging das auf einmal ganz leicht mit dem Umdrehen auf die richtige Seite der Fenster. Und dann wollte ich freilassen und da ein Werbeschild platzieren, aber im normalen Baumodus bei den Gegenständen gab es nur blöde Schilder und in der Dekoration im Kaufmodus gab es auch gar keine Werbeschilder so richtig. Da gab es nur so Neonschilder, da habe ich auch welche platziert, die haben dann am Ende irgendwie gesponnen und dann habe ich nur noch eines gelassen, aber ja, dann ist mir aufgefallen, irgendwie ist dieser Teil hier zu klein für ein Werbeplakat und dann habe ich das ganze Grundstück ein Kästchen kleiner gemacht und ja, dann ist mir noch aufgefallen, dass es eigentlich ganz schön aussieht, wenn an der Seite wenn an den Ecken von der Hauswand so eine, wie nennt man das denn, Bordüre ist, einfach eine Abgrenzung und das nicht nur so, nur Backsteine sind, die immer die gleiche Farbe haben und dann, ja, dann habe ich hier eben noch überlegt, was ich da hin platziere und dann habe ich hier den, ich glaube, das war der Geek-Treff, das Geek-Treff Neonschild gefunden, das habe ich hier platziert und dann diese Neonschilder, die jetzt kommen hier. Im Endeffekt wird das alles nochmal geändert, weil dann bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, bei Debug-Modus, da gibt es doch bestimmt Werbeplakate und da habe ich dann auch ein gutes gefunden, das habe ich dann dahin gestellt. Das sieht man auf dem Startbild nicht, weil es eben auf der anderen Seite des Hauses ist. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, wenn so eine Hauswand zu so Werbeplakatplatz gebraucht wird.
Und ja, dann geht es jetzt auch schon gleich los. Ich habe diesmal ein bisschen durcheinander gebaut. Ich habe nicht erst nur angefangen mit dem Baumodus und dann mit dem Kaufmodus, sondern ich habe hier dann jetzt schon gleich eingerichtet und dann den Boden erst gemacht. Und hier kommt ein riesengroßer Fernseher hin. Dafür, für diesen Fernseher, mein Gott, was ist jetzt meine Stimme los? Für diesen Fernseher braucht ihr Showtime. Wenn ihr das nicht habt, dann wird es ersetzt durch einen Grundspielfernseher, wahrscheinlich durch den großen Fernseher, der an der Wand hängt. Nur den fand ich jetzt noch cooler für diesen Nerd-Treff, weil die dann eben da zusammen auf einem richtig großen Fernseher zocken können. Das fand ich eine ganz coole Idee. Ja, wenn nicht, ersetzt ihn einfach, wenn ihr kein Showtime habt, oder es wird schon von alleine ersetzt. Aber es wäre ja ganz cool, wenn es so ein größerer Fernseher wäre, weil dann können Leute da sitzen, zocken und dann noch zuschauen. Und hier braucht ihr Late Night für dieses Regal. Ich mache das ja ganz gerne, dass ich so auf den normalen Theken dann noch dieses Regal hier reinbaue. Das finde ich ist eine ziemlich coole Idee. Ich glaube, ich habe das mal irgendwo gesehen. Dann wirken diese Theken im Hintergrund hinter der Bar nicht so leer. Und man hat da noch so ein bisschen Dekokram. Und dann habe ich hier diese Instant-Suppen hin platziert und dann auch wieder so ein paar Neonleuchtdinger, dass das halt einfach so ein bisschen, ja, nicht so leer aussieht, sondern ja, wohnlicher. Und dann kommen hier Fliesen hin, die kommen dann auch ins Bad. Und hier habe ich dann, glaube ich, ja genau, hier habe ich einen Teppich hingemacht. Das ist ja dann so ein bisschen so die gemütliche Chill-Out-Lounge, wo man zocken kann zusammen. Und oben kommt dann noch oben kommen PCs hin, dann sind da oben Spielautomaten und ein Comic-Lese- und Verkaufsbereich. Und unten im Erdgeschoss sind dann eben diese Spieletische. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn ihr wisst, was ich meine, ihr werdet es auch später noch sehen. Und die Bar und der Fernseher. Dann kommt hier jetzt das Klo. Das ist, ja, wie gesagt, nichts Besonderes. Standard-Toilette halt mit Standard-Waschbecken, Standard-Spiegel. Und ihr braucht ebenfalls Late Night für das Klo, weil da kommt gleich ein Handtuchtrockner hin, so ein Handtuchtrocknerautomat, genau dieser hier. Dafür braucht ihr Late Night. Und ja, dann habe ich hier noch Mülleimer hin platziert. Ich denke, die Mülleimer sind wahrscheinlich gar nicht funktionsfähig, aber die sehen halt einfach cool aus und passen, weil in einem Bad braucht man immer irgendwie Mülleimer. Und ja, dann habe ich in dem Barbereich noch eine Müllpresse platziert, weil das ja ganz oft so ist, dass man da halt Müll einfach wegwerfen kann. Und dann habe ich noch eine kleine Spielekonsole vor den Fernseher gestellt und jetzt kommen hier diese Spieletische. Das sind welche, die sind, glaube ich, einmal aus Studentenleben auf jeden Fall. Und ich glaube, einer ist noch, nee, aus Into the Future ist keiner. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, woher die alle sind. Ich habe dummerweise auch gerade nicht so aufgepasst. Aber ja, auf jeden Fall habe ich dann hier noch die Lichter entfernt. Und dann kommen Lichter aus Wilde Studentenleben hin, nämlich solche UFO-Lichter. Und ach ja, dann bin ich nämlich drauf gekommen, Mensch, ich mache mal noch den Außenbereich. Wenn es schon dunkel ist, dann gestalte ich den mal noch ein bisschen kurz. Zumindest mit den Lichtern. Das ist alles ein bisschen durcheinander geworden heute. Ich hoffe, ihr findet das nicht schlimm, aber irgendwie hatte ich keine Lust, so strikt Pi mal Daumen zu spielen, so ich erst das, dann das, dann das, sondern ich wollte das lieber so durcheinander machen, ja. Das, worauf ich gerade Lust habe. Und ja, dann kommen hier eben erstmal Parkplätze hin. Ich glaube, dann kommt hier genau ein Müllcontainer hin, da können dann Rebellen, wenn sie wollen, Mülltonnentauchen machen. Und dann ein Hydrant und ein Mülleimer. So ein öffentlicher Stadtmülleimer. Und dann bin ich nämlich auf die Idee gekommen, Mensch, das Bidybug-Menü, das hat doch bestimmt auch noch so ein paar Sachen. Und dann ich wollte die Kisten haben. Und dann habe ich nämlich da die Werbeplakate entdeckt. Und ja, dann
habe ich hier welche rausgesucht. Erst habe ich mir die alle angeguckt und dann wollte ich eigentlich ein anderes Werbeplakatmodell haben. Denn es gibt auch noch welche, die stehen auf Holzstehlen. Die müssten auch irgendwo auf der Karte sein, weil die gab es nämlich im Create a World Modus. Und dann habe ich aber dieses Plakat hier genommen. Und dann geht jetzt das Dilemma mit den Neon-Reklamen los, denn irgendwie wollten die mit dem Move Objects Modus sich nicht so richtig gut platzieren lassen. Vor allem das unten linke, das ist immer hochgerutscht und das hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich irgendwann gedacht habe, ach komm, fuck you, ich verkaufe dich einfach. Und dann ist es, glaube ich, am Ende nur bei einem Plakat geblieben und... Also bei einer Leuchtreklame und... Oder bei beiden? Nee, ist es nur bei dieser hier geblieben, genau. Und dann geht es jetzt weiter hier mit Wanddeko. Genau, das habe ich nämlich auch diesmal mehr platziert. Dafür braucht ihr auch unbedingt wildes Studentenleben, denn... wenn die Wanddeko nicht da ist und das alles leer ist, dann wäre das doof. Und ich habe natürlich auch versucht, so nerdigsten Kram wie möglich zu platzieren hier. Für dieses Bild braucht ihr Into the Future und das hier fand ich auch total cool. Ich glaube, das kam mit einfach tierisch. Das ist nämlich ein Sims Jurassic Park Poster und das fand ich total cool. Das muss unbedingt hin. Da habe ich nämlich auch irgendwie über die letzte Woche, glaube ich, alle drei Jurassic Park Filme auf Amazon gesehen, denn die gibt es gerade bei Amazon Instant Video und das ist doch eigentlich ziemlich cool. Hat jetzt eher Spaß gemacht, das zuzusehen. Ich bin aber froh, dass ich es nicht dann geschaut habe, als die Dinger im Kino waren, nämlich da war ich nur 6 und ich muss sagen, ich war und bin auch immer noch irgendwie ein Schisser und in Filmen, ich hätte so Angst bekommen, ich hätte dabei wahrscheinlich dann nicht mehr schlafen können, deshalb ist es schon ganz gut, dass ich die jetzt erst gesehen habe. So, dann kommt das Obergeschoss. Hier habe ich zuerst nur den Flur gemacht und dann eine Toilette wollte ich machen, eine Unisex-Toilette, aber da habe ich mich doch nochmal umentschlossen und dann ist es so, wenn man hochkommt, gibt es einen winzig kleinen Flur, den habe ich nämlich noch verändert, den Zaun habe ich entfernt und dann geht man durch einen Raum, da kann man dann die Spieleautomaten spielen, da geht es auch zu den Toiletten und dann geht es noch weiter zum Comicraum und vom Comicraum aus kommt man dann zu dem PC-Spieleraum. So, das ist jetzt alles sehr theoretisch, aber ihr könnt das gleich dann noch sehen. Die Bäder oben sind ein bisschen kleiner, aber ich denke mal, das reicht dann auch, weil das sind dann insgesamt genügend Toiletten für alle Sims, selbst wenn andere kaputt gegangen sind. Für diesen Spiegel braucht ihr auch noch Late Night. Für den Spiegel hier oben und ich glaube, das war es dann auch schon mit den Toiletten. Dann kommt jetzt, habe ich erstmal hier so Spieleautomaten, alle möglichen rausgezogen. Ich glaube, es gab 3 Spieleautomaten mit wildes Studentenleben, 2 mit Late Night und dann habe ich hier unten noch eine Stereoanlage platziert, damit Sims auch tanzen können, wenn sie wollen oder halt ihre Musik hören können, wenn sie wollen. Und dann sollte das hier erst der Spieleraum werden, der ist dann aber doch so geworden, also nicht so ein Quadrat, sondern ein bisschen anders. Und dann sind hier die ganzen Spieleautomaten, ich habe glaube ich dann am Ende 2 entfernt und dann noch 2 Snackautomaten hinzugefügt. Ach ja, und für die Sofas unten braucht ihr Traumkarrieren. Ich glaube, die sind aus Traumkarrieren, die Sofas. Ich platziere auch gleich hier oben noch eines davon, ein kleines, damit man sich hier noch hinsetzen kann. Da kann ich nochmal gleich schauen. Das ist Traumkarrieren, genau. Dann gibt es hier noch so coole Nerd-Deko von Studentenleben. Solche Trophäenregale und so. Und die fand ich alle ziemlich cool. Und da habe ich dann so ein bisschen so... Poster und Bilder platziert, so nebeneinander. Das geht ganz gut im Move Objects mit dem Move Objects Cheat. Dann kann man die näher aneinander platzieren. Ich finde es schade, dass man das nicht so wie bei Sims 4 machen kann, dass wenn man Alt drückt, dass man dann die Bilder so generell an der Wand verschieben kann. Also nicht nur nach Quadraten, sondern nach überall hin an die Wand. Das finde ich eigentlich sehr schade, dass das in Sims 3 nicht geht. Genau, hier kommt dann der kleine PC-Raum hin. Es sind nur 4 PCs, aber ich denke mal, das wird schon reichen.
da kann man dann, wenn man will, auch gegeneinander antreten. Ich glaube, das geht leider nicht im echten, in Sims, aber so in meinem imaginären Zockerleben sozusagen würde das gehen. Also wenn ich spielen würde, dann würde ich sagen, hey, spielt hier zusammen gegeneinander und vergleicht eure Ergebnisse oder so. Und dann habe ich hier, wie gesagt, noch sehr viele Bilder hingehängt und dann zwischen die Stühle diese Pflanze, die mit einfach tierisch gekommen ist. Die finde ich ziemlich schön und die passt da auch ganz gut hin. Ja, dann kommt hier der Comic-Verkaufsraum und ich musste erst ein bisschen suchen, weil diese Kasse einfach nur Röntgenkasse heißt und ich nicht wusste, ja, woher weiß ich denn jetzt, was damit verkauft wird. Vielleicht wird damit ja was anderes verkauft, aber dann habe ich nachgeguckt und es funktioniert auch am Ende. Man kann Comics kaufen, ich habe hier mit nachgetestet. Und dann habe ich hier das alles auch noch ein bisschen eingerichtet. Hier kommen Heftchen hin und auch einfach mal so Bücher aus Wildes Studentenleben sind die, glaube ich, auch. Eigentlich hätte ich ganz gerne so einen kleinen Comic-Aufsteller gehabt, aber das gibt's leider nicht. Das gab es, glaube ich, nur bei Sims 2. Das ist sehr, sehr, sehr schade, weil das würde hier echt gut passen. Und dann habe ich auch ein Regal aus Wildes Studentenleben gewählt, nämlich dieses hier. Das ist nämlich ganz cool, weil das noch zusätzlich zu den Büchern so ein bisschen vollgestopft ist mit so Nerd-Material. Und dann habe ich hier auch noch so Aufsteller platziert, die kamen auch mit Studentenleben, wow, ich rede zu schnell. Und ja, das passt eigentlich auch ganz gut, weil das sind so, ich glaube, das sind so Comichelden. Das würde zumindest ganz gut passen. Und ja, dann sind hier auch noch mehr Bilder und wieder das Jurassic Park, Simrassic Park heißt das wahrscheinlich oder so. Jurassic Park, glaube ich, bestimmt oder so. Keine Ahnung. Ist bescheuert, aber ich finde das immer so witzig, wenn bei Sims die ganzen Namen auf Sim angepasst wurden. Wie zum Beispiel Al-Simhara anstatt die Sahara oder so. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja, dann kamen hier auch noch ein paar Leuchtreklamen hin, denn die Leuchtreklamen finde ich eigentlich ziemlich cool. Und auch diese Wandhänger mit dem Studentenleben, mit den Studentenlogos, den Universitätslogos, die dann auch so ein bisschen leuchten im Dunkeln. Die machen leider nicht heller. Aber ja, dann bin ich jetzt hier eigentlich schon fast fertig. Ich habe auch noch, damit es nicht ganz so dunkel ist, im Dunkeln noch so kleine Wandlichter platziert, die auch mit Studentenleben kamen. Aber ich glaube, das ist hier jetzt gar nicht mehr dabei. Dann gibt es hier noch ein bisschen Außendeko, nämlich einfach noch ein bisschen Gebüsch. Und dann habe ich hier ausnahmsweise mal nicht vergessen, die Decke hinzuplatzieren. Das ist jetzt aber dann auch gleich alles und ich hoffe, euch hat dieses Grundstück gefallen. Wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss!